Aktivistinnen und Politikerinnen der FDP, Grünen und Linken versammeln sich in Hamburg am Jungfernstieg, um gegen die geplante Änderung des Paragraphen 219a im Strafgesetzbuch zu demonstrieren. Sie sind über den halbherzigen Kompromissvorschlag der beiden Regierungsparteien empört. Das ist ein Zugeständnis an konservative, an antifeministische, frauenfeindliche Bewegung. Ihre Kritik bleibt ungehört. Statt das veraltete Gesetz aus der Nazizeit endlich ersatzlos zu streichen, hat die Bundesregierung es nun geringfügig verändert. Das hilft weder ungewollt Schwangeren bei der Informationsfindung, noch Ärztinnen ihre Arbeit zu machen. Anlass der Neuregelung war ein Prozess gegen die Gießener Frauenärztin Christina Hähnel. Sie setzte sich gegen ihre Verurteilung nach dem Paragraphen 219a zur Wehr. Auf ihrer Webseite hatte sie Informationen zum Schwangerschaftsabbruch gegeben und wurde von Abtreibungsgegnerinnen angezeigt. Der 219a, der war ja bisher überhaupt gar nicht in der Diskussion, den hat gar keiner wahrgenommen. Aber im Zeitalter des Internets, wo wir alle, würde ich mal behaupten, ja, wenn wir einen Arzt suchen oder eine Ärztin im Internet gucken, ja, was bietet die denn an? Kommt die überhaupt in Frage dafür, was ich möchte oder was ich für ein Problem habe? Ist es natürlich ganz, ganz wichtig zu schreiben, es macht hier eine Ärztin, ein Arzt, macht einen Schwangerschaftsabbruch, eine Abtreibung und mit welchem Verfahren. Aktivistinnen wie Ulrike Gey kämpften bereits in den 1970er Jahren für die Selbstbestimmung der Frau über ihren eigenen Körper und die gesellschaftliche Akzeptanz und Legalisierung des Eingriffs. Sie verteilten Flugblätter, organisierten Demos und sammelten Unterschriften auf der Straße. Also wir waren einfach leichte Mädchen für manche Menschen, weil wir die Konsequenz nicht tragen wollten. Wir, die Frauen, sollten ja die Konsequenz tragen. Bei den Männern war es ja normal, dass sie mit, auch vor der Ehe oder während der Ehe oder wann auch immer, Beziehungen und Sexualität hatten, aber für Frauen natürlich nicht. In den 1970er Jahren waren Schwangerschaftsabbrüche nur bei medizinischer Indikation erlaubt. Erst nach der Wende wurde in Deutschland eine Fristenregelung verabschiedet. Will eine Frau eine Schwangerschaft abbrechen, muss sie sich bis heute einer Pflichtberatung unterziehen und die 12. Schwangerschaftswoche nicht überschritten haben. Bei der Frage, wer betroffene Frauen berät und welche Ärzte und Ärztinnen überhaupt einen Abbruch durchführen, recherchiert man heute, wie alles andere auch, im Netz. Dieses Informationsbedürfnis machen sich Abtreibungsgegnerinnen zunutze. Sie durchforsten das Internet, bringen Verstöße gegen das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche systematisch zur Anzeige und führen Listen, auf denen sie Ärztinnen, die den Eingriff vornehmen, öffentlich an den Pranger stellen und sie demagogisch des Mordes bezichtigen. Auch Silke Koppermann fand ihren Namen auf einer solchen Liste. Und das Traurige ist eben, dass viele unter diesen Belästigungen so leiden, dass sie gar nicht sich mit dem Thema überhaupt mehr beschäftigen wollen. Sprich, dann vielleicht keine Abbrüche mehr machen wollen und manche auch schon überhaupt gar nicht Frauen dazu beraten wollen ordentlich. Also es gibt wirklich eine allgemeine Verunsicherung, so irgendwie, oh Gott, was darf ich jetzt nicht mehr, ist das jetzt schon irgendwie falsch? Die Verunsicherung hat katastrophale Folgen. Vor 10 Jahren wurden Schwangerschaftsabbrüche in Hamburg noch in 88 Arztpraxen durchgeführt. Heute sind es nur noch halb so viele. Und das ist noch harmlos. In ganz Niederbayern gibt es nur noch einen Arzt, der den Eingriff vornimmt. Im Medizinstudium werden Schwangerschaftsabbrüche kaum noch thematisiert. Und die Ärztinnen der 68er-Bewegung gehen in Rente. Die Abtreibungsgegnerinnen sind dagegen global vernetzt und von rechtsreligiösen Geldgebern gut finanziert. In Deutschland zieht die selbsternannte Lebensschutzbewegung einmal jährlich mit Kreuzen durch Berlin. Ihre Mitglieder bedrängen betroffene Frauen vor Arztpraxen und Beratungsstellen mit ihren moralgetränkten Äußerungen. Die Mörderei von Bethlehem war harmlos im Vergleich mit der Sünde unserer Zeit. Das Blut von Millionen Kindern schreit zum Himmel. Ähnlich argumentiert die CDU. Das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche sei notwendig, um ungeborenes Leben zu schützen. Es trägt dazu bei, dass jeder, der sich mit einem Schwangerschaftsabbruch trägt oder sich Gedanken gemacht, jede Frau eben eine besondere Form des Überlegens nochmal hat, indem nicht an jeder Plakatsäule suggeriert wird, es sei ein ganz normaler Vorgang, man müsse nur irgendwo hingehen und dann passt das schon.
Aussagen wie diese zeigen nicht nur das reaktionäre Frauenbild der Regierung, sie gehen völlig an der Lebensrealität ungewollt schwangerer Frauen vorbei. Studien zeigen längst, dass strengere Gesetzesregelungen Frauen nicht von Schwangerschaftsabbrüchen abhalten. Erschwert man die Informationsfindung darüber, so führt das allenfalls zu verzögerten und dadurch komplizierteren Eingriffen. Während Ärztinnen das Recht auf objektive Informationen zum Schwangerschaftsabbruch abgesprochen wird, vergleicht der bekannte Abtreibungsgegner Klaus Günther Ann auf seiner Website babycaus.de Schwangerschaftsabbrüche mit dem Holocaust. Und das völlig ungestraft. Oder Hedwig von Beverförde, Gründerin der Initiative Familienschutz und ein wichtiges Gesicht des Marsches für das Leben, macht mit ihrer Internetpräsenz deutlich, gegen was die Familie geschützt werden soll. Gegen ein selbstbestimmtes Leben für Frauen, für viele deutsche Kinder und gegen die Gleichberechtigung von Lebensformen, die sich nicht in ein heteronormatives Weltbild einfügen wollen. Wie weit dieses Bedürfnis nach einer hohen Geburtenrate deutscher Kinder heute wieder gehen kann, darauf liefert das Plädoyer einer AfD-Politikerin für den Paragraphen 219a erste Hinweise. Die Alternative für Deutschland steht für eine Willkommenskultur für Kinder. Den Begriff der Willkommenskultur hat sich die AfD flugs entlehnt und offenbart die tiefergreifende Angst, die sie mit manchen Vertretern der Lebensschutzbewegung teilt. Die Angst vor der Überfremdung und dem Untergang des christlichen Abendlandes. Die Debatte um den Paragraphen 219a ist nicht weniger als eine Debatte über die Werte unserer modernen Gesellschaft. Ein Kulturkampf, den christliche Fundamentalisten der USA mit viel Geld nach Europa exportieren und neben Polen, Ungarn und Italien nun auch Deutschland überziehen. Es wird also nicht nur für Frauen wieder wichtig, auf die Straße zu gehen, sondern für uns alle. Gegen christliche Fundamentalisten und konservative Politiker, die Rechte von Frauen und Minderheiten systematisch zurückdrehen wollen.